So, weiter geht's mit der nächsten Aufgabe, nämlich fahren mit einem Auto durch das Maisfeld bei der eisernen Farm. Wie ihr schon seht, das Ausrufzeichen sehen wir bereits. Da müssen wir nämlich hin, genau. Jetzt muss ich wieder selber orientieren. Da wo die Flüsse zusammenkommen, durch dieses Maisfeld. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch zählt, aber wir probieren einfach beide aus. So, wo holen wir uns ein Auto her? Ich würde sagen, so schnell wie möglich in dem Bereich. Da müsste eigentlich auf jeden Fall ein Auto sein. Natürlich ist jetzt am Anfang, denke ich mal, direkt das Problem, dass die meisten natürlich die Aufgabe machen wollen. Und deshalb sind alle Autos erstmal in dem Bereich wahrscheinlich sehr begehrt. Einfach mehrmals probieren oder einfach ein Auto von weiter weg nehmen. Keine Ahnung. Wo stehen denn auch immer Autos rum? Hier steht auch ab und an eins rum. Dann, ihr wisst ja selber, an jeder Straßenecke steht eigentlich inzwischen ein Auto. Aber ich probiere es jetzt einfach mal an der Tankstelle, beziehungsweise gucke es mir direkt an. Oder ob sogar direkt da unten am Weg eins steht. Warte mal und zack. Raus mit dir. Jetzt hoffe ich nämlich nur, selbst wenn das Maisfeld platt ist, ob dann eventuell das trotzdem zählt. Weil nicht, dass es nicht zählt, dann haben wir nämlich ein Problem. Also, jetzt heißt erstmal ein Auto kriegen. Hier steht keins rum. Natürlich, jetzt kommt der berühmte Vorführeffekt. Wir kennen es. Da ist ein Traktor. Tankstelle. Ah doch, da ist eins. Ich hoffe, ich muss mir keiner das Auto klaut. Zack, 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 zack. Schnell, schnell, schnell. Und rein da. Und dann würde ich sagen, zack, zack, zack. Das hat nicht gezählt. Da ist noch eine XP-Münze. Zack. Und schon haben wir es geschafft. Also, wie ich vorher gesagt habe, das Feld zählt hier nur. Nur das obere zählt. Das hier anscheinend nicht. Ich hoffe, ich konnte euch damit schon weiterhelfen. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns schon bei der nächsten Aufgabe. Und wenn du noch kein Follow da gelassen hast, gerne Follow da lassen. Gerne Like da lassen. In dem Sinne würde ich sagen, bis bald.